Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Wir haben ein bisschen was einstecken müssen. Also das da, das da, das da. Das war's. Ja, und halt hier der makedonische Abtrünnige. Aber dann, das werden wir jetzt wieder zurückerobern und die restlichen Sachen auch. Also, der da ist natürlich jetzt wieder frei. Das ist mein Verbündeter, okay. Dann hole ich mir mal Memphis zurück. So, sehr schön. Und das ist auch nochmal viel schöner, dass er jetzt noch eine Tradition bekommt. Also Tradition ist mitunter das Stärkste. Also, wir haben Nachtkämpfe. Also der wird ein bisschen hinterhältig, was ziemlich cool ist. So, das ist natürlich auch sehr attraktiv. Das ist halt für die Kavallerie-Einheit nochmal richtig stark. Moral bei Nachtkämpfen. Ich glaube, ich mache das. Weil das ist immer. Also der Boni ist richtig krass. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier machen. In zwei Runden habe ich die Armee für da, aber mit den falschen Herren. Da ist wieder eine... da hat zweimal Artillerie. Das ist natürlich nicht so fein. Und da steht natürlich da, wo ich nicht hinkomme. Die Verteidigerpeller sind ein bisschen weit ab von Schuss. Genau, das habe ich gerade erobert, beziehungsweise letzte Runde. Ich klicke mal wieder rum. Genau. Ich könnte halt hier das einnehmen. Aber er kommt halt auch hier. Ja, er steht zwar in Gewaltmarsch, aber das ist gerade nicht so wild. Hier ist... Ja, ich weiß nicht, ob da eine Armee drin ist oder nicht. Dich habe ich schon. Du. Ich brauche halt was gegen den da zum Beispiel. Das war schon mal sehr gut. Ich muss hier in der Neapolis ein Militärhafen machen. Sonst komme ich gegen die anderen nicht an. So. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Genau, der kommt dann bald. Wohin gehst du denn gerade? Nur eine Kavallerie-Einheit gegen eine Stadt ist nicht sehr gut. Also meistens nicht sehr gut. Ich nehme mal alle mit. Ich weiß nur nicht, warum hier so viele Schiffe sind. Die werde ich mal nach oben schicken. Weil, was machen die da unten? So, dann schaue ich mal. Nein, Entschuldigung, ich schaue bei mir. Ah, genau. Zivil. Ich mache mal hier alles auf sehr freundlich.
So, das kann ich auch ausbauen. 350 Nahrung haben wir gerade. Das kommt mir fast so vor wie das neue Rome to War. Also, ja, das, also die nächste Version hiervon ist ja Attila. Und da ist es auch realistischer, sage ich mal, mit der Nahrung. Also, das ist nicht, dass du 30 Nahrung hast, sondern 30 Nahrung ist in dem Spiel dann 500. Also, so dass die Kapazität auch ein bisschen realistischer ist. Tradition. Du bist kein Hinterhältler, ne? Rechte Faust. Waffenschaden, ja, komm. Aha. So, dann weiter. Weiter, 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 weiter. Das stört mich gerade echt. Da hätte er keine Bogenschützen. Wäre es ein bisschen einfacher. Oder hätte ich Kavallerie. Der vor allen Dingen, weil es halt so eine kleine Armee halt ist. Also. Aber das ist ja gar nicht so unrealistisch. Flu, flu, flu. Numidien. Was? Was? Ernsthaft? Aber das kann er doch gar nicht. Der ist ja. Ah, nee. Ich weiß nicht, ob das gerade so gut war. Aber naja, es war lustig. Ey, wow. Vor allen Dingen, jetzt kann ich mich komplett auf den Norden konzentrieren und auf den auf Spanien. Ist schon mal gut. Glaubst du wirklich, du schaffst es? Er glaubt es wirklich. Hä? Okay, er hat eine Petzeteilrolle. Und Katapulte. Aber trotzdem. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ups. Ich kann ja dann den Mobs rausschicken. Ist gut, dass er darauf schießt. Das
Sehr gut. So, den muss ich jetzt auch schnell töten. Wie gelangweilt der da rumgeht. Tja, jetzt müsst ihr halt gegen eure Brüder kämpfen, ne? Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Ich hoffe nicht gut. Ja, ein bisschen schießen kann ich ja noch. Entschuldigung. Jetzt greift halt an. Macht Druck. Danke. So. Königliche Paltasten. Schildträger. Ja. Selten am Bogenschützen. Das ist schon mal gut. Okay. Jetzt weg da. Bevor die anfangen zu schießen. Die haben sich schon bereit gemacht hier. Krass, die haben auch so eine. Die haben eine krasse Reichweite. Heftig. Aber meine sind in dem Fall besser. Das sind jetzt die Peltasten. Okay. Gut. Das war super. Da werde ich jetzt nicht so viel Schaden machen.
behindern die sich gegenseitig, ne? Ist auch ganz gut gerade, dass die von der Seite angegriffen werden kann. Das ist auch ganz gut. Die müssen nur schneller schießen. Ich gehe mal mit denen außen rum. Ihr macht gerade ziemlich viel Friendly Fire. Ach, Entschuldigung. Das war jetzt sehr lange nicht gequatscht. Es tut mir echt leid. Ich war halt gerade so fixiert. Und weil es ist jetzt gar nicht mehr so unmöglich, dass ich das Ganze gewinne. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich wusste, dass es möglich ist. Aber ja, dass es sehr schwer ist. Aber ja, dadurch, dass ich zwei gute Steinschleuderer habe, ist das Ganze dann ja möglich. Sehr schön. So, ihr beiden baut euch jetzt mal so auf. Und schießt dann auf den.
So eine Salve und dann sollte es gut sein. Super. Hui. Uiuiui. 100, 150, 130, 130. Ja. War gut. Was hat er falsch gemacht? Er hat, ja, der ist einzeln reingegangen, so ungefähr. Und dadurch hatte ich überhaupt die Chance, wirklich ihn auszuspielen. Tja. Aber ein bisschen stolz bin ich jetzt. Oh. Ja, das könnte ich leicht vergessen. Das könnte ich richtig leicht vergessen. So. Ja, ne? Wie lange wir schon mit den Abtrünnigen rumkämpfen, ist echt krass. Das ist echt heftig. Also der würde wirklich mit mir Klientelkönigtum machen. Also wenn wir das machen, was für Feinde habe ich dann? Weil der ist jetzt. Okay, das ist der Kom. Nee. Ah, das ist der da, okay. Der ist der Kleine. Ja, du hast mir ziemlich viele Leute getötet, ne? Ja, komm. Machen wir. Ich glaube eh, dass die bald mich betrügen werden. Weil das wäre nochmal interessant geworden. Ja, vielleicht breche ich das auch nochmal. Also ich werde jetzt auf jeden Fall die also Massilia und vor allen Dingen die Abtrünnigen vernichten. Ein edler Tod. Pflicht Alexanders. Die Pflicht ruft. Die Pflicht Alexanders. Die linke Faust Alexanders. Muss natürlich einer von mir sein. Aber bei Makedonien habe ich ja genug, ne? Der ist krass. Der ist ja heftig. Mission erteilt, Flotte Umsturz. Forschung, Kind geboren, Fraktion schließt sich euren Feinden an. Quitri. General, natürlicher Tod, okay. Quitri. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Also gerade ist es ein bisschen blöd. Weil ich wollte mich eigentlich ja jetzt hier oben. Beziehungsweise, also der da ist ja jetzt mein Best Friend forever. Und die sind noch feindlich, also die werde ich auch jetzt übernehmen. Der ist noch feindlich. Der ist jetzt auch mein Best Friend.
Und die da. Warte, das ist gar nichts. Warte. Das ist jetzt auch nicht. Also Quitrie wollte ich ja eh irgendwann wegbashen. Dann würde ich doch mal sagen. Mache ich hier auch eine neue Armee auf. Oder? Warte, brauche ich eigentlich gar nicht. Das schaue ich noch kurz, bevor ich jetzt weiterziehe. Warte, also hier sind zwei Armeen. Nee, das brauche ich hier nicht. Hier sind zwei Armeen. Hier oben halt keine. Aber. Okay, dann ganz ehrlich, dann mache ich hier in Antiochia weiter. Ja. Da mache ich dann eine Armee rein. Petzetelrois. Dann kann er es vergessen, den das einzunehmen. So, du. Natürlich ist er da, wo ich nicht hinkomme. Dieser Vogel. So, du hast auch was bekommen. Das ist gut. Hier mal hier hoch. Wobei, mit dem komme ich ja schon dahin. Oder auch. So. Hä? Oh ja, natürlich. Ich habe natürlich nur den Typen weggeschickt. War ja klar. Ja. So. Du machst noch nichts. So. Gut, und diese da tuckern jetzt ganz gemächlich Richtung Top. Und zwar ganz gemächlich. Und zwar richtig ganz gemächlich. So, Militärausbildung. Und nächste Runde gehe ich dann nach Genua. Gut, dann war es das auch wieder und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.